Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Oh, komisch, Robin ist gerade rausgegangen vorher. Voila, meine neueste Kreation. Es ist ein Deluxe Vier-Pfosten-Bett, das aus dem besten einheimischen Hartholz gefertigt ist. Wolltest du dafür das ganze Hartholz haben? Robin, wozu sind die Vier-Pfosten gut? Es scheint ein ineffizienter Materialeinsatz zu sein. Oh, er hat keine Ahnung von Kunst oder so. Man nennt es Schönheit, Kumpel. Weißt du, die Sache, die den meisten Menschen gefällt. Ja, muss Ingenieur sein. Ich verstehe, was du meinst. Aber wir können nicht zulassen, dass dies den Nutzen und die Effizienz des Schlafgefäßes aufwiegt. Schlafgefäß, Alter, wo kommst du her? Weißt du, manchmal fühlt es sich so an, als wärst du absichtlich stummsinnig, nur um mich zu irritieren. Ist es das, was du tust? Hey Patrick, komm rein. Zieh dir das rein. Das ist das Bett, das ich dank all dem Holz, das du gesammelt hast, machen konnte. Das ist wirklich von uns. Oder wegen unserer Quest. Interessant, die können also auch einen Einfluss haben. Also, was meinst du? Die vier Pfosten scheinen ineffizient. Oh mein Gott. Nee, das passt schon so. Bye. Ja, es ist nicht immer alles auf Maximum getrimmt. Jetzt, da ich einen Prototypen habe, kann ich damit beginnen, sie im Laden zu verkaufen. Hey, die könnten bei dir zu Hause gut aussehen, Patrick. Was sagst du? Können wir dich für ein halbes Dutzend eintragen? Mama! Aber leider ist sie eben nicht da. Die macht heute auch blau, wie die Busfahrerin, was ich sehr interessant finde. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass sie am Dienstag nicht da ist, oder zumindest wäre mir das jetzt noch nicht aufgefallen. Aber scheiße ist das natürlich. Wieder nicht in die Mine. Irgendwas wollte ich in der Stadt. Ich habe keine Ahnung mehr was. Aber wir können ja wieder. Achso, warte, da können wir ja auch hier sehen, oder? Ja. Wein, okay. Aber muss der wirklich Silber sein? Wie kriege ich ihn denn aus dem Fass raus? Sonst, das geht ja gar nicht. Uralte Frucht, Gold muss es sein. Oh Mann, wo soll man den ganzen Schaß herkriegen? Terminated. Ach, gibt's hier mal wieder was? Ja. Und hier ist auch wieder was. Inselzutaten. Ich möchte mit der tropischen Küche experimentieren. 100 Ingwer. Oh, Ingwer gibt's dort. Biomgleichgewicht. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Meeresfischen auf ein nicht mehr tragbares Niveau angewachsen. Ja, da steht nicht genau, was wir tun sollen, leider. Deshalb. 20 Meeresfische sollen wir fangen. Ja, gut, wir haben halt eh nichts anderes zu tun, offensichtlich. Ne? Aber wir haben keine Angel mit. Das war ja Schaß.
auch mal wieder Platz. Oh, nicht schlecht. Lehm, Teleporter und Knochenfragmente. Das behalten wir sich und damit kann man sich dann aus der Schädelhöhle teleportieren, im letzten Moment sozusagen. Können wir ein bisschen länger drinnen bleiben. Oh, Anzahl Heu. Der Bestand fällt. Und zwar gar nicht mehr so langsam. Gut, ich denke mal, wir können den Part dann eh wieder den Tag eh wieder beenden. Gut Geld gemacht. Ah, viel ist der Wein so nicht wert. Leider. Das dauert dann halt auch, ne? Man muss ja ewig reifen. In die Wüste, so gibt es scheinbar auch gar nicht. Ich meine, es gibt den Obelisken dann, aber die kosten halt leider extrem viel. So, dann kann ich das kann jetzt. Ach, die Angel wollten wir auch holen. Nee. Ja. Wurscht. Ist halt jetzt so. Gießkanne brauchen wir noch. Das brauchen wir alles nicht mit. Auf geht's. Sag mal, wann kommt denn die? Macht jetzt den ganzen Winter blau oder was? Kokos ist nicht zu messen. Das
gibt's doch nicht. Was rennt da jetzt verkehrt? Hä? Ich check das gerade nicht. Ich kapiere das gerade nicht. Fahrt der Bus im Winter nicht? Was macht ihr die ganze Zeit? Nee, der Liga fährt der Bus im Winter, war letztes Jahr auch. Ich check das nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das jetzt ein Bug oder? Kann man nicht mehr in die Wüste, wenn man auf der Insel war oder so? Versteh's nicht. Ja, natürlich gibt es dort Ingwer, ist auch die Ingwer-Insel. Also ich scheiße jetzt, wir brauchen haufenweise Iridium und im Frühling werden wir... Wobei wir gießen da weniger dann selber, also könnte schon gehen. Weißt du, ich ein paar Abkürzungen um das Teil herum hinzufügen, sicher, das kann ich machen. 300.000, nur so, okay, passt, danke. Komisch, online ist gestanden, das kostet 500.000. Ach nee, stimmt, das Haus kostet 500.000, das sind weitere, dann 300. Stimmt schon so. Gut, dann passt ja alles. Kostet das weniger. Kriegen wir ein paar Abkürzungen. Hoffentlich lohnen sie sich. Ah, jetzt... Die kommt erst um 10 daher? War das auch früher schon so? Oh Mann, das kostet... Ja. Gut, damit lohnt sich natürlich dann auch der Obelisk, ne? Weil dann kannst du um 6 gleich raus und dorthin. Dann sparst du dir 4 Stunden oder gewinnst 4 Stunden. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Bringen ja schließlich was. Kann ich mal wenig. Auf geht's. Das fängt ja schon ganz gut an. Dann kommt die andere wieder. Gar nichts. Wir haben keine Bomben mit, leider. In die Tiefe, wir müssen runter. Mann, der Geist hält viel aus. Wie oft haben wir den schon getroffen? Der andere ist schon längst tot. Yes! 15 Ebenen! Hohoho, nicht schlecht. Das ist gut. Es dauert oft zu lang, bis er die Waffe wechselt.
Und schon. Verdammt, Penner. Boah, sind schon fast tot wieder. Niemanden. Die Algensuppe. Wow, die hat aber nicht viel gebracht. Oh oh. Okay, Fledermäuse. Haben wir die hier jemals schon gesehen? Könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Und weiter geht's. Oh nein. Oh oh. Runter hier. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben zwei Iridium-Erz gefunden. Und wir müssen schauen, dass wir wieder Platz machen im Inventar. Yes! Acht Ebenen. Ebene 30. Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen eine höhere Chance auf Iridium. Ah, die Kaktusfrüchte können wir essen, die sind gut. Die sind sogar sehr gut. Sehr gut. Ebene 30 und das ist 15:10 Uhr. Na, vielleicht schaffen wir es ja heute auf Ebene 100 oder so. Mit etwas Glück. Wobei ja mit viel Glück. Sind einmal 15 Ebenen tief gefallen und einmal 8, also haben wir ganz schön was übersprungen, so. Ist die Frage, kommen noch mehr solche schönen tiefen Löcher? Kommen wir trotzdem noch mit vernünftig Iridium raus? Ich meine, da brauchen wir jetzt schon viel. Loch wenigstens, ne? Und nimm doch die scheiß Steine mit, mein Gott, ne? Ah, 5 Knochenfragmente. Nicht immer gleich runterwandern, sonst verpasst man vielleicht sowas. Und wieder 3 Iridium-Erz. Wie viel haben wir? 7. Noch nicht allzu viel, aber damit kann man schon was machen. Wieder 2 Iridium-Erz, damit aber 2 Barren. Leider brauchen wir, glaube ich, mindestens 10, um irgendwie so einen Obelisken oder so zu bauen. Oh ne. Okay, Zeit runter zu gehen. Na bitte, ein Drittel bis 100 erledigt, aber es ist auch schon spät. Dafür kriegen wir Iridium. Wow, wir kriegen schon viel Iridium hier. Also ein Loch, aber dort gibt es noch Iridium. Wir brauchen schließlich beides. Ne? Keine Zeit für euch, sorry. 6 Ebenen. Ebene 39.
kurz einen Blick hier. Da gibt's was. Da oben ist dann noch Gold. Das will man sich schon holen. Wir haben nicht zufällig eine Bombe mit. Doch, wir haben zwei. Wir haben irgendwie irgendwo bekommen. Ein bisschen Zeit sparen, ne? Und vielleicht wäre noch ein Loch irgendwo gewesen, aber natürlich nicht. Die sind böse. Die machen ganz schön Damage. Jetzt ist Zeit abzuhauen. Er geht nicht runter. Er geht einfach nicht runter. Jetzt haben wir extra unnötig Schaden genommen, weil der Penner nicht runter geht. So, Part ist jetzt dann auch zu Ende. Wir haben schon 4 Iridium-Barren. Wow. Haben wir einen guten Run heute. Endlich mal. Und damit haben wir es wohl verschrieben, ne? Kein Loch, keine Treppe, gar nichts. Müssen wir halt selber eine auspacken. Gut, nehmen wir das. Passt schon so. Ah, ist immer gut, weil die auch Iridium geben können. So. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. 20:10 erst.